Svetlana liebt alles, was schön ist. Der Krieg und die Zeit im Bunker haben aber vieles verändert. Und vor allem auch ihr Bewusstsein, was sie vorher alles gehabt hat. Ihre Wertschätzung und Dankbarkeit ist darum riesig. Vor allem, weil sie am Vierwaldstättersee vorübergehend ein Zuhause gefunden hat. I'm Svetlana, I'm from Ukraine. Ich bin Svetlana aus der Ukraine. Ich lebe jetzt in der Schweiz bei einer wundervollen Familie. Very beautiful, good family, Carmen und Andreas. Und genau diese Familie hat ermöglicht, dass sie heute von unserem Team verwöhnt wird. Vom Expertenteam von Clarins, dem Hairstylist Felix Fischer und der Modestylistin Luisa Rossi. Ganz gespannt und neugierig startete Svetlana ihren Tag mit dem neuen Haarschnitt. Bei der Svetlana waren zwei Sachen, die emotional und challenging waren. Von der Haar her, auch wie sie geflüchtet ist aus der Ukraine, sie dann mal ein halbes Jahr die Haare nicht können schneiden und sich wahnsinnig gefreut hat auf eine Veränderung. Und ich glaube, ich habe gemerkt, da ist jemand, der wirklich sich freut, wenn eine Veränderung passiert. Ich habe mich entschieden, zuerst mal die Farbe ein bisschen abzuziehen, ganz, ganz fein, dass es das ganze Schwarze weg hat, dass man überhaupt können mit einer anderen Farbe etwas kreieren kann. Jetzt haben wir so eine multitonal Farbe, die in einem Schokibraun mit Kupfermesh, die einfach leben, die ihrer Gesichtshaut entsprechen. Von der Länge her und vom Schnitt her habe ich gemerkt, es ist ein cooles. Ich möchte gerne etwas, das etwas trendier ist. Und dann so einen langen Bob angesetzt, der etwas abgestuft ist im Nacken, der längere Pieces hat vorne im Gesicht. Und ich glaube, es ist super geworden. Und vor allem ist sie super happy. Dann geht es weiter. Ein perfektes Beauty-Programm wartet aufs junge Mami. Heute darf ich Svetlana bei uns in der Clarins Boutique und Skin Spa in der Gerbergasse begrüßen. Ihr größter Wunsch ist natürlich, auf die Pigmentflecken einzugehen, die bei ihr speziell auf den Stirnbereich sowie auch im unteren Kinnbereich sind. Da haben wir natürlich eine ganz tolle Produktlinie, und zwar unsere Bright Plus Produktlinie. Das Bright Plus Serum trage ich jetzt nochmal speziell auf die Stellen auf, wo das mit der Pigmentierung am ausgeprägtesten ist. Das Besondere an der Linie ist, dass wir in der regelmäßigen täglichen Anwendung, dass man dort die Pigmentierung bzw. die Pigmentflecken minimieren kann. Das heißt, dass man sie auch so ein bisschen aufhellen kann, dass es auch nicht mehr so einen Fokus im Gesicht hat. Die Pigmentflecken sind auch bei den Make-up-Artistinnen ein Thema. Nach dem sonnigen und heißen Sommer, den wir hatten, sind natürlich auch Pigmentflecken wieder ein grosses Thema. Viele Frauen sind betroffen, ob das hormonell oder sonnenbedingt ist. Nach der kosmetischen Behandlung bei der Franziska können wir jetzt natürlich auch mit dem Make-up optisch gegen Pigmentflecken vorgehen. Und zwar habe ich hier den SOS Primer in der Farbe Coral, und der hilft, wenn man ihn vor dem Make-up auftreibt, die Pigmentflecken auch zu kaschieren. Um den schönen Teint, den wir jetzt mit der Foundation und dem Concealer kreiert haben, auch zu fixieren, gehe ich jetzt mit einem gepressten Puder einfach einmal über die ganze Haut drüber. Das tut einerseits mattieren, dass er den Tag durch nicht stark glänzt, und tut auch wirklich alles schön fixieren. Dann werden die bezaubernden grünen Augen betont. Das lässige Freizeits-Make-up wird abgeschlossen mit einem korallfarbigen Lippenstift.